Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Die neue Staffel Crotonia wird zwar erst in 2 Tagen beginnen, aber ich habe mir überlegt, gute Gelegenheit, um mal wieder einen Blick über den Tellerrand einzuschieben. Ein Blick auf Europa und die Welt im Jahr 1344. Was ist um uns herum los? Was machen die anderen Reiche so? Wir kennen die Situation im Ostseeraum und in Skandinavien ganz gut. Hier hat sich eine Kleinigkeit getan. Wir hatten hier mal ein größeres Herzogtum. Ich glaube, es hieß Guadulyat oder so ähnlich. Und das gibt es nicht mehr. Mit dem waren wir sogar verbündet. Hier gab es irgendeinen Machtwechsel. Herzog von Gemmajoka, so heißt das jetzt. Und unser Verbündeter ist der hier. Der sitzt hier im Gefängnis. Also da muss es so eine Art kleinen Bürgerkrieg gegeben haben. Für uns jetzt nicht ganz entscheidend. Wichtig ist, auch der Typ ist slowianskanisch, dieser Herzog. Okay, dann gibt es hier noch die bekannten kleineren Reiche, katholische Franken hier oben mit einem sehr unfränkischen Namen ihres Reiches, samische Leute und natürlich die übrig gebliebenen schwedischen Katholiken in Jämtland, die so gut oder auch nicht gut dichten können. Aber das soll nicht das Thema sein. Wir haben die britischen Inseln, die wir uns mal anschauen. Ihr habt es mitbekommen. Wales, also aus England wurde Wales aufgrund einer Erbschaft, dieser walisische König, und Spötter nennen ihn Kleinkönig, weil er ein Zwerg ist. Aber er ist natürlich ein richtiger König, sogar ein doppelter König. Der regiert hier trotz der Verluste, die England zu erleiden hatte, und da kommen wir zum zweiten Thema, nämlich es hat sich hier ein der Herzog von York, das Königreich Schottland, unter den Nagel gerissen und dadurch hier ein relativ großes Königreich Schottland erschaffen. Trotz dieser Tatsache ist der König von Wales immer noch ziemlich, ziemlich mächtig und nutzt diese Macht aus, um gegen Schottland jetzt gerade zu Felde zu ziehen. Aber es geht nur um ein Herzogtum, also nicht irgendwie um das Ganze oder um York oder ähnliches. Um dieses Herzogtum geht es hier. Aber was heißt nur? Das ist nicht ohne. Und wir sehen, dass seine 20.000 gegen die 7.000, das wird er vermutlich gewinnen. Das ist jetzt der König von Schottland, 36 Jahre alt. Sprunghaft, bescheiden, ehrlich, ein englischer Katholik und, wie gesagt, auf dem walisischen Thron ein walisischer Katholik. Irland ist zwar noch ein Königreich, aber sehr, sehr klein mit 3000 Mann. Dort haben wir Hochkönig Cullen, einen irischen Katholiken. Ja, er ist auch noch feige, hat keine Verbündeten. Naja, aber offenbar gibt es auch niemanden, der Ansprüche hat. Schottland im Übrigen auch hier auf Irland aktiv. Das gibt hier eine ganz hübsche Farbgebung, wenn ich das mal erwähnen darf. So, aber das Wildeste ist hier im Heiligen Römischen Reich, im ehemaligen Heiligen Römischen Reich geschehen, denn das hat sich vorerst oder zuletzt irgendwie in ein Kaiserreich Italien umgewandelt. Dann ging Frankreich flöten und jetzt ist irgendwie alles komplett auseinandergefallen. Und jetzt kann man sich fragen, was sind hier noch die mächtigsten Reiche? Wir können uns mal angucken, ja, die sind durchaus noch relevant und mächtig. Kaiser Aegidius V. von Italien, 50 Jahre alt, ein fränkischer Katholik mit schuppiger Haut, wie wir sehen, und 16.000 Mann. Ja, kein großes Bündnis, kein Krieg derzeit. Die nächste große Macht ist interessanterweise Lothringen, wenn ich das gesehen habe. Nicht nur die nächste, sie ist sogar eine viel größere Macht mit 22.000 Mann. Na gut, eigene sind es 20.000, ja, dennoch größer. Und König Friedrich II. Von Lothringen führt dieses Reich fränkisch-katholisch aus dem Hause Ivrea, interessanterweise. Ja, auch ein spannender Charakter, wie wir sehen. Galant, Wohlgestalt und ein guter Kämpfer auch noch. Auch die ohne Krieg, auch die ohne relevantes Bündnis. Wir haben dann noch das Königreich Friesland nicht zu unterschätzen mit 13.000 Mann. Hier auch fränkische Katholiken aus dem Hause oder aus der Dynastie Wiegeriche. Seid fleißig, ist ihr Motto. Nun gut. Ja, und wir haben noch das Heilige Römische Reich an sich, die allerdings komplett ausgebrannt sind. Wir sehen, was sie haben, nämlich nichts. Und sie werden auch angegriffen, müssen sich hier verteidigen, verlieren weiter Grafschaften. Allerdings waren sie mal kleiner gewesen, also sie hatten sich zwischenzeitlich offensichtlich irgendwie aufgerappelt. Nun ja, er nennt sich tatsächlich noch Kaiser,
aber dahinter steht nicht mehr viel. Im Übrigen ist das die Dynastie Babenberg und Italien ebenfalls. Babenberg, das sei nochmal erwähnt. Dann haben wir natürlich Frankreich, was sich hier einigermaßen konsolidiert hat wieder, mit fast 17.000 Mann, zumindest mit Verbündeten, durchaus eine relevante Macht. Und wir haben die Dynastie Normandie hier auf dem französischen Thron und interessanterweise eine englische Kultur, eine englische Dynastie. Die Hauptstadt ist auch nicht etwa Paris, sondern hier, Deol. Ja, was ist er denn für jemand? Ein Ehebrecher und erlaucht und ein Trunkenbold. Bündnis, ich glaube auch nicht der Rede wert. Was haben wir hier noch? Diverse Kleinstaaten. Ach so, ja. Ihr Kaiserreich Italien hat nach wie vor in Paris die Hauptstadt. Das ist vielleicht noch erwähnenswert. Vielleicht die wichtigste Abspaltung zuletzt ist das Königreich Navarra, katholisch-fränkisch, auch Dynastie Babenberg, wie wir sehen. Königin Katharina von Navarra an der Spitze. Glaubenskriegerin, bescheiden, ungeduldig und treuherzig. Nun gut, die führen allerdings gerade einen Krieg, allerdings einen Verteidigungskrieg gegen den Herzog von Toulouse. Und das sieht aus, als ob sie den sogar verlieren könnten. Ja, ihr seht hier die Gebiete umrandet. Das heißt, damit hätten wir die nächste Abspaltung und das Ganze zerfällt weiter. Ihr seht, es gibt noch weitere Reiche, Milkenia, polabisch-katholisch. Wir haben Tendlis, was auch immer das ist, tschechisch-katholisch. Wir haben Anhalt, fränkisch-katholisch und so weiter. Ostfalen, Navarra hat hier oben auch noch ein bisschen Land. Also es geht hier wild und hoch her. Wo wir in der Gegend schon sind, gucken wir uns doch mal die östlichen Reiche genauer an. Polen hat sich, ich habe das Gefühl, ein bisschen konsolidiert wieder. Könnte das sein? Auf jeden Fall sind jetzt hier sind Griechen hier in Polen an die Macht gelangt. Da gab es mal eine Hochzeit. Ich meine mich tatsächlich zu erinnern. Richesa von Polen, die muss das gewesen sein. Ja, und dadurch ist das jetzt nun gekommen. Byzanz ist zerfallen, aber immerhin, es lebt vielleicht ein bisschen in Polen weiter. Okay. Die führen auch gerade einen Krieg. Polnischer Anspruch auf das Despotat von Thessaloniki. Das ist ja gar nicht ohne. Ich meinte, truppenmäßig sieht es ähnlich aus. Aber wenn sie das gewinnen, dann wird byzantinisch Polen doch, würde ich mal behaupten, wieder eine relevante Macht. Interessant, diese Entwicklung. Ungarn ist auch ein Phänomen, weil Ungarn ist wirklich Stück für Stück immer stärker geworden. Hat immer mal wieder interne Krisen durchlebt, immer mal wieder Bürgerkriege. Aber sie sind jetzt wirklich ein großes, mächtiges Reich. Ungarisch-katholisch, König Lampert, ja, mit 13.000, 14.000 Mann und einigen Ansprüchen noch in der Hinterhand. Wobei, das hat er schon eigentlich integriert. Ja, das ist auf jeden Fall eine interessante Entwicklung. Hier, diese Reiche, mit denen haben wir öfter zu tun. Erstaunlich, dass Ruthenien immer wieder, ja, wie soll ich sagen, immer wieder zurückkehrt zu einem großen Reich, zumindest flächenmäßig groß. Sind sie auch truppenmäßig groß mit ihren 16.000? Doch, kann man schon sagen, russisch-orthodox sind sie, König Roman von Ruthenien an der Spitze. Ja, es gibt dann hier so ein paar kleinere Galizien-Wolinien, mit denen wir ab und an zu tun haben. Wolgada, aber die sind auch nicht mehr orthodox. Die müssen orthodox sein, ja. Russisch-orthodox. Okay, dann schauen wir mal hier unten weiter. Spanien gibt es keine relevante Gegenmacht gegen die christlichen Reiche. Wir gucken mal hier schon ein bisschen auf die, naja, was heißt Gegenmacht gegen die christlichen Reiche? Die Europäer sind ja selber muslimisch geworden, die Galizier, deswegen sieht es hier ein bisschen anders aus als gewohnt. Nur Navarra hält hier die christliche Fahne oben und das Königreich von Galizien, wenn ich das richtig sehe. Okay, ansonsten allerdings relativ kleine Emirate, Königreich von Andalusien, kastilisch und muslimisch. Ja, und hier haben wir ein Sultanat, 8.800, 14.000, okay, also Macht haben sie, Soldaten haben sie, das ist erstaunlich, aber offenbar
gibt es hier keine Ambition weiter zu erobern. Ich habe das Gefühl, hier herrscht eigentlich an dieser Front relativer Frieden, was ja auch in Ordnung ist. So, und wenn wir jetzt so ein bisschen über den Rest der Karte streifen, sehen wir, dass kein wirkliches, wie soll ich sagen, Großreich entstanden ist. Hier mal ein Emirat mit 8000. Hier haben wir ein paar Europäer, französisch-katholische, Afrika haben sie sich hier genannt, Kreta. Wir haben hier irgendwo Kopten in der Gegend, genau, beduinische Kopten, immerhin mit 16.000. Was bemerkenswert ist, wir haben das Königreich, das christliche Königreich Jerusalem, was hier wirklich ein Machtblock geworden ist, erstaunlich, und sich, wow, bis weit hier unten an den Indischen Ozean ausgedehnt hat, mit 20.000 Mann auch eine beeindruckende Stärke. Fränkisch-katholisch aus der Dynastie Al-Kastal. Okay, König Gotthard II. Tja, und auch hier weiter im Osten hat sich hier kein wirklich großer Machtblock herausgebildet. Transoxiane fällt ein bisschen raus, aber ist auch keine wirklich relevante, starke Macht. Insofern glaube ich hier wenig Besonderes, was man sich anschauen kann. Byzanz, ich hatte es erwähnt, ist komplett in Einzelstaaten zerfallen. Allerdings können die großen muslimischen Reiche hier in dieser Zeitlinie zumindest nicht davon profitieren. Wir schauen uns jetzt noch mal die Glaubenskarte an. Und wir sehen, Slowenskanisch hat sich inzwischen im gesamten Ostseeraum nahezu durchgesetzt. Es gibt ein paar kleine Einsprengsel, katholische Glaubensleute und orthodoxe und ukonoskische. Ja, das Orthodoxe hält sich vor allem durch Ruthenien, ansonsten wenig Trägerstaaten. Und hier gibt es tatsächlich Aramiten, das habe ich ja überhaupt noch nicht gesehen. Okay, die sind Teil des Französischen Reiches und Teil der Grafschaft Vermandois. Wir sehen hier die typische Adamitenkluft. Na sowas. Das ist überraschend, dass die irgendwo überlebt haben. Was haben wir hier für ein Einsprengsel? Orthodox. Das gehört übrigens schon länger zu uns. Das hat wenig Beachtung gefunden. Also auch hier ist Slowenskanisch vorherrschend. Selbst in Byzanz, im ehemaligen Byzanz, setzt sich das Katholische durch. Vermutlich durch den Einfluss der Polen, könnte ich mir vorstellen, die sich hier befinden und Thessaloniki möglicherweise ja auch erobern. Hier unten sehen wir die Kopten. Hier sehen wir das Königreich Jerusalem. Hier sehen wir orthodoxe und katholische Reiche am Mittelmeer, nestorianische sogar. Okay, so sieht also die Religionskarte aus. Und zu guter Letzt gucken wir hier nochmal auf die Kulturenkarte. Hier gab es mehrfach schon Anmerkungen, inwieweit wir das Polabische nicht irgendwann durchsetzen wollen. Aber ich finde, im Kernkönigreich hat es sich weitestgehend von selbst durchgesetzt, auch auf den dänischen Inseln. Und so relevant ist diese Kulturenfrage eigentlich gar nicht. Zumindest in dieser Version, das soll ja in der nächsten großen Patch-Version komplett geändert werden. Darauf freue ich mich auch schon sehr. Ja, also schauen wir uns hier nochmal die Kultur ein bisschen an. Ich weiß nicht, ob hier so viel Überraschendes dabei ist. Wir sehen, überall, wo gestrichelt ist, entspricht die Herrscherkultur nicht der Volkskultur. Vor allem in Frankreich haben wir das natürlich, weil dort die Engländer herrschen. Okay, aber den einen oder anderen, den interessiert das, für diesen mache ich das nun. Und damit sind wir auch am Ende dieser kleinen Umschau angekommen. Und wir werden dann also in der nächsten Staffel gemeinsam vermutlich, aber man weiß nie bei ihm, aber vermutlich das Ende von Großkönig Branislav erleben. Die Frage ist, wie wird dieses Ende aussehen? Wird an Fettleibigkeit sterben, an Trunksucht oder an irgendetwas anderem? Und vor allem, was passiert mit seinem Nachfolger, der, oh, wir sehen, inzwischen ein Trunkenbold geworden ist? Oh, das war mir gar nicht bewusst. Nun gut, also, Spannung ist dadurch auf jeden Fall garantiert. Wir sehen uns wieder dann beim Staffelstart. Bis dahin macht's gut, euer Steinwallen.